Ach, heiliger Nikolaus. Gut, dass ich dich triff, du guter Mann. Kannst nicht du uns Bauern ein wenig helfen? Wir haben so viele neue Auflagen von der Politik und von NGOs. Und auf der anderen Seite kommen auch noch der Lebensmitteleinzelhändler mit den niedrigen Preisen daher. Wir wissen einfach gar nicht mehr weiter. Und eigentlich möchten wir doch vor allem jetzt auf Weihnachten hier die Leute, die ganze Bevölkerung, doch mit guten, gesunden und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln versorgen. Kannst nicht du uns ein wenig helfen? Ja, guter Mann, du hast ja ganz recht, aber wenn man beim Nikolaus eine Bitte äußert, dann muss das immer in Gedichtform sein. Also, hast du ein Gedicht dabei? Ah, warte, da habe ich was hergekriegt. Nikolaus, Nikolaus, lieber Mann, klopf an meine Stalltür an. Wir sind brav, drum bitteschön, kannst du uns den Erzeugerpreis erhöhen? Ich tu das meinige dazu, das hast du sehr schön gedichtet. Aber ich weiß nicht, ob ich da helfen kann. Ja, grüß Gott, der Nikolaus ist da. Jetzt habe ich gerade gehört, dass da so ein schönes Gedicht vortragen worden ist. Und ich habe neulich auch schon was zusammengeschrieben, darf ich das auch noch vortragen? Ja, freilich. Schauen wir mal. Da ist es, genau. Nikolaus, du bist ein fleißiger Mann, der uns Bauern gut leiden kann. Wir flehen dich an von Herzen, sonst gehen bei uns aus die Kerzen. Bitte bring uns bessere Preise. Die Politik ist momentan echt. Moment. Schön gedichtet bis zum Schluss, ja. Ja, ihr habt wohl recht und ich verstehe euer Anliegen gerade jetzt. Jetzt kommt ja die schöne Weihnachtszeit. Es freuen sich nun alle auf die schöne Weihnachtszeit und machen sich mit Plätzchen backen und basteln dafür bereit. Aber bedenkt, ihr lieben Leute, wer für euch die Lebensmittel erzeugt. Jeder braucht doch seinen Lohn. Keiner lebt von Spott und Hohn. Die Bauern produzieren ganz modern. Denn ernähren kann euch kein Konzern. Deshalb denkt an meine Worte. Jeder klopft einmal an des Bauern Pforte.